Menschen gegen Devisen, wie Anwalt Vogel Tausenden zur Ausreise verhalf. 96.000 D-Mark, das war der Preis für einen politischen Häftling, der aus der DDR freigekauft wurde. Alle, die wegen Ulbricht-Witzen, wegen staatsfeindlicher Hetze oder versuchter Republikflucht im Gefängnis saßen, hofften, auf die geheime Liste des Häftlingsfreikaufs zu kommen. Die einzig mögliche Anlaufstelle? Rechtsanwalt Wolfgang Vogel. Ab 1963 war er der Mann, der das Geschäft Menschen gegen Bargeld systematisch aufbaute. So wurde sein Name ein Symbol der Hoffnung. Auch für Wolf-Dieter Krause aus Halberstadt. Die gute Nachricht zuerst. Das Zentralkomitee hat entschieden, die Gefangenen können raus. Ist doch gut. Vier Männer aus Ost und West verhandeln mitten im Kalten Krieg. In scheinbar entspannter Atmosphäre. Es ist ein geheimes Treffen zum innerdeutschen Häftlingsfreikauf. Verhandlungsführer, DDR-Rechtsanwalt Wolfgang Vogel. Auch die DDR hat Wünsche. Wenn wir ihnen entgegenkommen, müssen sie uns entgegenkommen. Reimer, die Gefangenen haben in der DDR viel Schaden angerichtet. Und sind hier ausgebildet worden, haben den Staat auch Geld gekostet. Man erwartet dafür eine wirtschaftliche Gegenleistung. Was für eine Gegenleistung wird denn erwartet? Nun, wir könnten im Moment ganz gut Kali gebrauchen. Sehr gut, Kali. Einer, über dessen Tauschwert und Lebensschicksal in diesen Verhandlungen entschieden wird, ist Wolf-Dietrich Krause aus Halberstadt. Politischer Häftling seit 1977. Wollen wir Recht und Gerechtigkeit? Sein weiteres Leben ist abhängig vom Verhandlungsgeschick Wolfgang Vogels. Beschützer der Rechtlosen für die einen, Advokat des Teufels für die anderen. Denn Vogel ist im Bunde mit der führenden SED und deren Vollzugsorgan der Staatssicherheit. Aber Wolfgang Vogel ist eben auch einer der wenigen Anwälte in der DDR, der eine Westlizenz besitzt und somit auch beruflich in der Bundesrepublik anerkannt ist. Die Bundesregierung hat ja jeden amtlichen Kontakt mit der DDR gescheut. Das Regime in Pankow, wie es damals hieß, das war für sie einfach nicht existent. Das war eine illegitime Regierung, mit der redet man nicht. Die gibt's gar nicht. Also konnte man also auch nicht über praktische Fragen verhandeln. Und deswegen hat man diesen privaten Weg, wenn man so will, über einen Anwalt gewählt. Als im August 1961 die Mauer gebaut wird, hat Wolfgang Vogel seine ersten Erfolge als Ost-West-Anwalt im Agentenaustausch. Damals ist Wolf-Dietrich Krause 6 Jahre alt. Gerade erst hat er seine Zuckertüte bekommen, als sein Vater plötzlich verhaftet wird. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass mein Papi damals den Hut oben von der Ablage genommen hat, sich aufgesetzt hat und mit zwei von den Herren die Wohnung verlassen hat, also schon 2 Tage später, war es eben sehr schlecht. Wir hatten keine Spielkameraden mehr. Die Kinder aus unserem Haus, die durften nicht mehr mit uns spielen. Das habe ich nicht verstanden und mein Bruder mit Sicherheit auch nicht verstanden. Und was dann ganz schlimm war, das war, ich musste ab diesem Tag in der Schule, in der ersten Klasse, ganz hinten auf der letzten Bank alleine sitzen. Durfte also auch keiner bei mir auf der Bank sitzen, war also sozusagen isoliert. Der Vater wegen Ulbricht-Witzen im Zuchthaus, die Mutter gezwungen, sich scheiden zu lassen. In so einem Land fühlt sich Wolf-Dietrich Krause nicht zu Hause. Bereits mit Anfang 20 schreibt er seinen ersten Ausreiseantrag. Krause ist damals Küchenchef auf einem Fahrgastschiff der Metropa in Berlin-Weißensee. Als er dort wegen negativer Beeinflussung seiner Kollegen entlassen wird, will er nur noch eines: raus aus der DDR. Ich bin aber jeden Dienstag ab diesem Zeitpunkt des Berufsverbots jeden Dienstag zur Abteilung Inneres gegangen auf dem Alexanderplatz in Berlin und habe immer nachgefragt, was mit meinem Ausreiseantrag ist. Wann wird das denn nun irgendwas? Und ich habe immer die gleiche Antwort erhalten: Krause, Sie wissen ganz genau, Sie kommen hier nie raus. Der Frust wird mit jedem Tag größer, bis er sich am 6. September 1977 Bahn bricht. Bei seinem wöchentlichen Amtsbesuch explodiert er. Ihr habt mir einen Beruf weggenommen, ich kann mir nicht mal mehr Schuhe leisten, habe ich einen Schuh auf den Tisch gelegt und euren Honecker, den könnt ihr euch unter die Schuhsohlen nageln, das war also wörtlich. Und
Ich werde morgen übers Brandenburger Tor gehen. Da wird sowieso nicht geschossen. Auf der Stelle wird er verhaftet. 3 Monate später erhält Wolf-Dietrich Krause sein Urteil. 2,5 Jahre wegen staatsfeindlicher Hetze und Beeinträchtigung staatlicher Maßnahmen. Nun ist auch er ein politischer Häftling. Doch die Zeiten haben sich seit der Haft seines Vaters geändert. Jetzt, 15 Jahre später, gibt es einen Wolfgang Vogel und einen geheimen, aber regen Häftlingsfreikauf von Ost nach West. Vor allem für diejenigen, die Ausreiseanträge gestellt haben. Im Wartezimmer draußen ist es randvoll. Sie haben keine freien Termine bis Anfang Januar. Also gut, dann quetschen Sie ihn Dienstag ein. Vogels Einfluss wird mit den Jahren immer größer, besonders nachdem Honecker an die Spitze der SED aufgestiegen ist. Der wertet den Häftlingsfreikauf als wichtige wirtschaftliche Einnahmequelle und schätzt Vogels gute Verbindungen zu SPD-Politikern wie Wehner und Schmidt. Auch im Westen weiß man die Fähigkeiten des Grenzgängers Wolfgang Vogel sehr zu schätzen. Es ist ein Kunststück gewesen, dass Wolfgang Vogel über viele Jahre aufrechterhalten hat. In Wirklichkeit eine Kette von Kunststücken, sowohl das Vertrauen der Westdeutschen zu gewinnen, als auch das Vertrauen der Kommunisten nicht zu verlieren. Ab Anfang der 70er ist Wolfgang Vogel das Codewort für Hoffnung unter den politischen Straftätern in der DDR. Auch für Wolf-Dietrich Krause. Schon nach wenigen Wochen hält er die Torturen der Haft nicht mehr aus. Ich musste dann 24 Stunden mit Handschellen liegen, Füße wie Arme, und sitzen und essen und auf Toilette gehen, alles mit Handschellen. Und auch schlafen, wie gesagt, mit Handschellen. Und eines Morgens, da ist mir mal ein Arm in der Handschelle verdreht. Da hat der Wärter das gesehen. Und da hat er mir mit so einem schweren Schlüsselbund hinten richtig in die Nieren reingehauen, du Schwein, wolltest abhauen. Was Wolf-Dietrich Krause nicht weiß, seine Mutter hat längst Kontakt zum Rechtsanwaltsbüro Vogel aufgenommen. Dort kommt er schon nach einem halben Jahr auf die begehrte Liste und wird auch von der Stasi aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen. 2 oder 3 Herren in Zivilen, die haben einen eröffnet, dass die Reststrafe in Bewährung ausgesetzt wurde und ich aus der Staatsbürgerschaft der DDR entlassen bin. Das war's. Da fällt einem natürlich schon mal richtig das Herz tief, und Hoffnung und Zuversicht, die ist denn einfach da. Aber trotzdem ist wieder immer noch die Angst da, dass auch das ein Bluff sein könnte. Er wird vom Stasi-Knast Cottbus nach Karl-Marx-Stadt auf den Kassberg verlegt, von wo die geheimen Transporte in den Westen gehen. Die letzten Tage verbringt Krause im sogenannten Vogelkäfig. Zellen für die Freikaufhäftlinge. Dann ist es wirklich soweit. Ein Bus steht im Innenhof und sie steigen ein. Nun lernt er den berühmt-berüchtigten Rechtsanwalt persönlich kennen. Ich möchte Sie inständig bitten, über diese Aktion zu schweigen. Verraten Sie bitte weder Fernsehen noch Presse, wie Sie in den Westen gekommen sind. Wir wollen noch mehr Menschen den Weg in die Freiheit eröffnen. Das nimmt man auf, ist aber gleichzeitig sauer. Wieso erzählt ihr denn sowas? Wieso? Dann steigt Vogel aus und der Bus fährt los. Richtung Warta-Herleshausen, Richtung Westen. Immer eskortiert von Polizeifahrzeugen und der Stasi. Bis zur DDR-Grenze. Dann steigen die aus, die beiden oder die 3 Staatssicherheitsbeamte. Und der fährt hier schon weiter, der Bus. Das war unwirklich. Weil die Grenze, der fährt einfach weiter. Der hat keine Minute gehalten. Und in Niemandsland brach einfach ein Jubel aus. Am 31. Mai 1978, einen Tag nach seinem 24. Geburtstag, erreicht Wolf-Dietrich Krause den Westen. Die teuer erkaufte Freiheit.